Herzlich willkommen, liebe Studierende, zum Einführungsvideo unseres Seminars Sprache, Medien und Sport. Mein Name ist Simon Meyer-Vieracker, ich bin Professor für angewandte Linguistik und in diesem Video möchte ich zum einen zeigen, worum es gehen soll in unserem Seminar und zum anderen möchte ich zeigen, wie wir im Seminar gemeinsam arbeiten möchten. Worum geht es also? Ich greife einfach mal eine Reihe von Beispielen heraus, die zeigen, wie wichtig eigentlich Sprache im Sport ist. Wir können natürlich sagen, gut, Sport ist in erster Linie eine körperliche Betätigung. Aber wenn wir doch mal darüber nachdenken, welche Rolle Sport in unserer Gesellschaft spielt und wie es eingewoben ist in unser Alltagsleben, merken wir eben doch, dass Sprache eine ganz wichtige Funktion hat in dem, wie Sport funktioniert. Denken wir an sowas wie die Interviews, die in der Sportberichterstattung immer wieder mit Sportlerinnen und Sportlern geführt werden. Denken wir an Live-Ticker, eine interessante internetbasierte Textsorte, hier mal zum Spiel von gestern Abend, Bayern gegen Atletico Madrid, wo wir dann auch finden, dass solche Statistiken noch eingebunden werden und während des Spiels laufend aktualisiert werden, also eine interessante Textsorte. Denken wir auch an sowas, wenn wir ins Stadion gehen, was zurzeit ja Corona-bedingt nicht möglich ist, aber wenn es mal wieder möglich sein wird, werden wir sowas wieder sehen, dann finden wir Banner, auf denen Fans bestimmte Slogans hier verbreiten. Hier mal ein Beispiel von der berühmten Hurensohn-Debatte, der berühmte Hurensohn-Skandal aus dem Februar diesen Jahres. Denken wir an sowas hier, Twitter. Wir haben hier ein Live-Format gesehen, was journalistisch ist. Das ist ein anderes Live-Format, was eher von Fans bespielt wird. Fans twittern, während sie Fußball schauen, live über das Spiel, das sie angucken. Dann über das Spiel wird natürlich dann auch im Nachhinein berichtet, in den Online-Medien zum Beispiel, wie hier Spiegel Online. Wir finden hier so interessante Dinge wie die Allzweckwaffe des FC Bayern. Das ist ja nicht Kriegsberichterstattung, sondern Sportberichterstattung, aber da gibt es offenbar ein paar Parallelen. Aber jetzt mal was ganz anderes. Schauen wir uns mal das hier an. Sport trotz Chemotherapie, ich bin dem Brustkrebs davongelaufen. Hier ein Interview, was auf stern.de publiziert wurde. Hier sehen wir, dass also das Reden über Sport auch ein ganz wichtiger Teil sein kann von so autobiografischen Selbstnarrativen. Ja? Also wie die eigene Lebensgeschichte und auch die eigene Krankheitsgeschichte erzählt wird, darin kann Sport eine ganz wichtige Funktion erfüllen. Und auch das wäre ein interessantes Beispiel dafür, wie Sprache und Sport zusammenhängen. Sprache und Sport ist also unser Thema und ich möchte dazu mal die Einleitung von Born Gloning aus einem Band von 2015 zitieren. Die schreiben, Sprachgebrauch und Kommunikation sind nicht nur Bestandteile sportlicher Aktivitäten, sie sind heute auch wesentliche Mittel, um Sichtweisen und Leitbilder des Sports zu etablieren. Und mehr noch, der mediale Sport ist heute auch wesentliches Element der Alltagskommunikation. Die Ereignisse des Wochenendes füllen die Zeitungsseiten, Fanzines stiften Identität, sportliche Ereignisse liefern willkommenen Gesprächsstoff und sind gleichzeitig thematische Ressourcen für alte und neue Medien. Hier finden wir also mal die gesamte Bandbreite ausgerollt von dem, wie Sprache und Sport zusammenhängen und warum es wichtig ist, wenn man sich mit Sport beschäftigt, dass man dann auch die kommunikativen Aspekte in den Blick nimmt. Nochmals anders hat es Burkhardt formuliert, neben dem eigentlichen Wettkampf, so schreibt er, auf der Spielfläche, hier geht es speziell um Fußball, ist das Wichtigste an den heutigen Großveranstaltungen des Sports die Kommunikation. Die vorbereitende Kommunikation, die Kommunikation währenddessen und auch die nachbereitende Anschlusskommunikation, das ist sozusagen alles Teil des Theaters und es muss auch Kommunikation stattfinden, damit der Sport als solches, auch als Geschäftsmodell übrigens, funktioniert. Sprache und Sport, das Verhältnis kann man sich vielleicht mal versuchen, ein bisschen zu ordnen. Hier habe ich eine Aufstellung angelehnt an einen berühmten Aufsatz von Armin Burkhardt mal gemacht. Armin Burkhardt hat in einem Aufsatz mal versucht zu zeigen, wie das Feld Sprache und Politik geordnet werden könnte. Und ganz parallel dazu kann man vielleicht mal diese Domänen unterscheiden. Sprechen über Sport,
die Sprache des Sportjournalismus als eine professionelle Art und Weise des Sprechens über Sport und dann die Sportsprache im engeren Sinne. Und da können wir nochmal unterscheiden zwischen der Sportlerinnensprache und dann Sprache im Sport, muss es hier heißen, Entschuldigung, Sprache im Fußball, Sprache im Sport. Um es klar zu machen, worauf ich hinaus will, vielleicht mal ein paar prototypische Textsorten. Beim Sprechen über Sport wären es zum Beispiel die Kneipengespräche oder auch die Gespräche vom Fernseher, Twitter, Facebook und Co., aber auch Fangesänge würde ich hier mal einsortieren. Wir können also sagen, hier ist es die Sprache der Fans, die untersucht wird. Dann haben wir sowas wie den TV-Kommentar, Spielberichte, Live-Ticker und alle anderen Textgattungen der Sportberichterstattung. Hier sind es also die SportjournalistInnen, die typischen Akteure. Und dann bei der Sportsprache können wir nochmals unterscheiden zwischen der SportlerInnensprache, sowas wie Pressekonferenzen und Interviews, die sie geben, aber auch eine interessante Gattung sind Kabinenansprachen. Vielleicht haben Sie mal den Film über das Sommermärchen gesehen mit der berühmten Kabinenansprache von Jürgen Klinsmann. Und da gibt es auch Forschung dazu tatsächlich. Nehmen wir noch sowas wie On-Field-Talk, also was sprechen eigentlich SportlerInnen, während sie Sport treiben. Auch dazu gibt es inzwischen Forschung. Und dann können wir als letzten Bereich nochmal herausgreifen, Sprache im Sport, sowas wie Regelwerke oder auch Verträge und das alles, was sozusagen die Organisation im Hintergrund regelt. Ja, das werden wir eher ausblenden, diesen letzten Bereich, aber mit den anderen Bereichen werden wir uns in diesem Seminar beschäftigen. Was ist nun daran linguistisch interessant? Wir können uns diese ganzen Bereiche, die ich gerade gezeigt habe, auf verschiedenen sprachlichen und sprachwissenschaftlichen Ebenen erschließen. Wir können zum Beispiel anfangen und können uns einfach mal den besonderen Wortschatz anschauen. Die besondere Lexik, die wir gerade in der Sportberichterstattung zum Beispiel finden. Da ist von Zitterpartien die Rede, im Fußball von Bogenlampen und von Rauten. Wir sprechen von Morgenluftwittern, eine ganz typische Redewendung, die in der Sportberichterstattung sehr häufig ist für Teams, die so langsam wieder in Richtung Erfolg sich bewegen. Wir können dann auch uns die Semantik und hier besonders die Metaphorik uns anschauen von bestimmten Ausdrücken, die typisch sind für die Sportberichterstattung. Es wird von Regisseuren geredet, wir sprechen vom Tabellenkeller, also das, was unten, wenn die Mannschaften in der Tabelle unten stehen, sprechen wir metaphorisch vom Tabellenkeller. Wir sprechen in so einer typischen Kriegsmetaphorik vom Bollwerk und eben auch die Allzweckwaffe, die ich eben schon auf Spiegel Online gezeigt habe. Wir finden aber auch auf der Ebene der Syntax interessante Phänomene. In der Fußballberichterstattung zum Beispiel finden wir solche Formulierungen wie Ginzek verwandelte eiskalt und schnürte den Doppelpack. Hier ist das Wort verwandeln auf eine eigentümliche Art und Weise verwendet. Im normalen Sprachgebrauch müssten wir immer sagen, was eigentlich verwandelt wird. Aber genau das kann im Fußball auch ausgelassen werden. So eine Argumentreduktion, so könnten wir das linguistisch bezeichnen. Oder auch hier, nehmen wir mal den nächsten Satz, der zieht in den Strafraum, steigt noch einen Haken und streichelt die Kugel dann mit links ins lange Eck. Auch hier finden wir eine eigentümliche Verwendung von Streicheln, indem hier ins lange Eck eine Präpositionalphrase, die Richtung anzeigt, beigegeben ist, was eigentlich untypisch ist. Ja? Wir können sagen, ich streichle die Katze und so weiter, aber dass etwas irgendwohin gestreichelt werden kann, dass eine sogenannte Caused-Motion-Konstruktion, wie das genannt wird, das ist doch besonders typisch für die Fußballberichterstattung. Also auch hier gibt es auf so einer grammatisch-syntaktischen Ebene interessante Phänomene zu entdecken. Dann gehen wir noch mal eine Stufe höher. Dann finden wir natürlich aus textlinguistischer Perspektive interessante Textsorten und Gattungen, die sehr typisch sind für die Sportberichterstattung. Nehmen wir mal das hier, was für ein Traumtor von Goretzka, die Ecke segelt von rechts in die Mitte, im Strafraum herrscht Verwirrung, das nutzt der Schalker und haut die Kugel mit der Hacke ins linke obere Eck. Es ist einem Live-Ticker entnommen, wenn Sie regelmäßig Live-Ticker lesen, werden Sie sofort den Sound erkannt haben. Das ist natürlich ähnlich zum Live-Kommentar, zum mündlichen, der allerdings nochmals ein bisschen anders funktioniert in den Feinheiten und das werden wir uns im Kurs auch einzeln anschauen. Das nächste Beispiel habe ich von frankfurterrundschau.de.
Schauen Sie mal hier, heißt das, BVB schlägt den FCB, Männerfußball statt Angriffszauber. Männerfußball ist hier nicht so gemeint, dass da Menschen auf dem Platz stehen, die biologisch dem männlichen Geschlecht angehören, sondern das ist eine Form, besonderes Lob auszusprechen, was im Umkehrschluss heißt, dass nicht männlicher, zum Beispiel weiblicher Fußball abgewertet wird. Hier ist also eine sehr verbreitete Form, die aber nichtsdestotrotz unglaublich sexistisch ist. Und tatsächlich finden wir eine Vielzahl an Gender-Stereotypen und Sexismen im Sportdiskurs, die wir aus einer diskurslinguistischen Perspektive untersuchen können. Und auch das wird uns im Seminar beschäftigen. Ja, also so haben wir uns von den kleinsten Einheiten vom einzelnen Wort über die Grammatik und die Textsorten bis zu den Diskursen vorgearbeitet. Das ist das breite Panorama. Wir können dann uns auch noch anschauen, quer dazu sozusagen, in welchen Medialitäten sich eigentlich das Sprechen über den Sport und das Sprechen im Sport bewegt. Wir können unterscheiden zwischen Live- und Non-Live-Formaten, zwischen mündlich und schriftlich, on und offline. Und all das prägt natürlich die Art und Weise, wie da sprachlich mit Sport umgegangen wird. Was haben wir also vor, um uns mit diesem Gegenstandsbereich zu beschäftigen? Wir beginnen, indem wir ins Trainingslager gehen und machen zunächst ein paar theoretische und methodische Grundlagen. Wir werden im Kurs insbesondere auch korpuslinguistisch arbeiten und dazu gibt es dann ein paar Trainingseinheiten. Und dann gehen wir eben den Gegenstandsbereich, wie eben gezeigt, von unten oder vom Kleinen ins Große durch. Wir beginnen mit Lexik und Semantik, gehen dann zu Textsorten und Gattungen, wollen uns dann am Beispiel von Social Media mit Medialitäten beschäftigen und schließlich eine Sitzung zum Thema Gender-Diskurse. Ich habe zweimal Gäste eingeladen, zwei Special Guests. Beim Thema Live-Reportagen wird Leonard Brandbeck zu Gast sein, also virtuell zu Gast sein. Leonard Brandbeck hat an der Uni Wien Sprachwissenschaft studiert und auch darin abgeschlossen und er hat seine Abschlussarbeit über Radio-Live-Reportagen geschrieben. Er war dann Journalist beim Tagesspiegel und arbeitet jetzt in der Kommunikationsabteilung von Alba Berlin und wird mit uns zum einen über das Thema Live-Reportagen sprechen, wird uns aber auch berichten über die Arbeit als Sportjournalist und inwiefern er von seiner sprachwissenschaftlichen Ausbildung da möglicherweise auch profitieren kann. Und dann da freue ich mich besonders drauf, wenn wir uns mit Gender-Diskursen beschäftigen, werden zwei Vertreterinnen des Podcast-Kollektivs Früff hoffentlich zu Gast sein, sofern sie, da sie beide noch studieren, da auch Zeit haben zu dem Zeitpunkt. Früff, Frauen reden über Fußball, ist ein Podcast, in dem eben Frauen, der Name sagt es, über Fußball reden. Und wenn Frauen über Fußball reden, werden sie leider häufig angegriffen und angefeindet, einfach deswegen, weil sie Frauen sind und trotzdem über Fußball reden. Und deswegen geht es sehr viel in diesem Podcast um Themen wie Feminismus, Gender, Sexismus und so weiter. Das sind also ausgewiesene Expertinnen in diesen Gebieten und mit denen wollen wir dann ins Gespräch kommen. Darauf freue ich mich sehr. Wie wollen wir arbeiten im Seminar? Es wird einen Mix geben aus synchronen und asynchronen Formaten. Es gibt Input-Videos, wie das, was Sie jetzt im Moment sich gerade anschauen. Wir werden dann kollaborativ gemeinsam in Gruppen arbeiten, empirisches Material analysieren, Spielberichte, Live-Ticker, Live-Kommentare und anderes. Dazu muss das Material auch aufbereitet werden und das werden wir mit Hilfe verschiedener digitaler Tools dann machen. Natürlich finden wir uns auch immer wieder zusammen, aber nicht unbedingt jede Sitzung für Plenumsdiskussionen und sprich in Videokonferenzen in der großen Gruppe. Und es ist mir auch ein Anliegen, dass die Analysen, die wir machen, dass wir die Ergebnisse nicht nur in digitalen, also nicht nur mit digitalen Tools erstellen, sondern dass wir auch die digitalen Tools nutzen, um die Ergebnisse vielleicht sogar für eine größere Öffentlichkeit
zu dokumentieren und zu präsentieren. Wir können gemeinsam Padlets bestücken. Ich selber habe einen Blog zum Thema Fußballlinguistik. Vielleicht geht aus unserer gemeinsamen Arbeit, was Interessantes hervor, was wir dann da auf diesem Blog posten können. Ich fände es sehr schön, wenn wir gemeinsam uns auch ein bisschen an die Öffentlichkeit wenden und zeigen, was wir hier an der Uni so machen. Wie genau ist diese Arbeit organisiert? Sie finden die Texte, die Slides und auch alle weiteren kursrelevanten Materialien auf Opal. Dort finden Sie dann zumindest die Links zu den Ressourcen, mit denen wir dann arbeiten werden. Die kursweite Kommunikation läuft über die Matrix. Sie sind alle herzlich eingeladen, sich im Matrix-Raum des Kurses einzufinden. Den Link dazu finden Sie auf Opal. Und ich habe ja schon gesagt, wenn wir gemeinsam Daten aufbereiten und analysieren, dann werden wir verschiedene Tools nutzen, die ich Ihnen dann peu à peu im Semester zeigen und erklären werde. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, es gibt eine Zotero-Bibliothek, eine Gruppenbibliothek, in der relevante Literatur erfasst ist, das, was auf dem Seminarplan steht, aber noch einiges mehr. Auch PDFs sind dort hinterlegt. Unter diesem Link, den Sie auch auf Opal finden, können Sie sich bei der Bibliothek registrieren und können dann da direkt darauf zugreifen. Zotero ist ja ein Literaturverwaltungsprogramm, was dann auch genutzt werden kann für die richtlinienkonforme Zitation und so weiter und so fort. Das werde ich dann Ihnen alles noch im Verlaufe des Seminars mit eigenen Videos und Ressourcen erklären. Die Prüfungsleistungen, die in diesem Seminar erbracht werden können. Ich beginne mit der Kurzüberprüfung. Die stelle ich mir so vor, dass Sie einen Blogbeitrag schreiben oder auch einen Audio-Podcast. Das sind beides knappe Formate, 500 Wörter bzw. 5 Minuten, zu einem empirischen Thema Ihrer Wahl, allerdings mit Bezug auf Forschungsliteratur. Sie können sind eingeladen, das schon wirklich während des Semesters zu tun, wenn wir also was im Kurs besprochen haben, was Sie interessant fanden, setzen Sie sich für 2-3 Stunden hin und machen einen Blogbeitrag draus, den wir dann zunächst mal intern auf Opal in dem Blog dort sammeln. Und wenn es schöne Beiträge sind, können sie, wie gesagt, auch auf meinem Blog fußballlinguistik.de gerne publiziert werden. Lektürebezogene Aufgabe und Exposé stelle ich mir so vor, dass Sie empirisches Material aufbereiten. Es ist ja so, dass wir nach dem Trainingslager uns dann mit empirischen Gegenständen beschäftigen werden. Wir wollen gemeinsam analysieren, sowas wie Live-Ticker oder Spielberichte von den Clubs oder wir wollen uns Tweets zu bestimmten Spielen anschauen oder bestimmten Sportveranstaltungen, Post-Match-Interviews und vieles mehr. Und dieses Material muss gesammelt werden, muss vorab gesichtet werden, muss so aufbereitet werden, dass wir damit dann im Kurs gemeinsam arbeiten können. Und da können sich dann kleinere Gruppen zusammenfinden, die hier vorab ein bisschen Zeit investieren können, dass sie dann was transkribieren oder Material, Arbeitsblätter zusammenstellen oder Ähnliches. Was Sie auch machen können, ist, Sie können die Früh-Sitzung vorbereiten. Ich stelle mir das so vor, dass wir so eine Art ExpertInnen-Interview machen, dass Sie also sich vorher einlesen ins Thema, um dann auch wissenschaftlich fundierte Fragen an die Gäste stellen zu können. Auch das ist möglich. Bei beidem ist es so, dass Sie dann bitte das, was Sie gemacht haben, kurz im Ergebnis dokumentieren. Also wenn wir dann mit den Daten gearbeitet haben, dass Sie dann auf 1-2 Seiten kurz sagen, was denn rausgekommen ist. Das kann ich dann bewerten. Die kombinierte Arbeit läuft so, dass Sie eine 12-seitige Seminararbeit verfassen und als Vorleistung dazu machen Sie eine der beiden Aufgaben aus der lektürebezogenen Aufgabe. Also entweder Sie beteiligen sich an der Aufbereitung von empirischem Material oder aber Sie bereiten die Prüfsitzung vor. Das wird dann nicht eigens bewertet, das ist sozusagen nur die Zulassung dafür, dass Sie dann die Seminararbeit schreiben können. Das und weitere Infos mit noch mehr Details, auch zu Fristen und zum genauen Umfang, finden Sie auf einer Handreichung auf Opal und es wird auch noch im Verlauf des Semesters ergänzt, wenn sich ein bisschen klarer herausstellt, wie wir eigentlich so mit der Analyse genau vorankommen.
Das wäre es dann schon an Input für heute. Ich möchte Sie bitten, sich für die zweite Sitzung wie folgt vorzubereiten. Sie lesen bitte die Texte von Gleich und Jung. Die finden Sie auf Opal oder, wenn Sie das möchten, auch in der Zotero-Bibliothek, wenn Sie damit schon vertraut sind. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie sich mal zwei Fragen stellen. Da müssen Sie jetzt nichts eigens vorbereiten, machen sich vielleicht ein paar Notizen, weil wir wollen über diese Fragen in der nächsten Woche dann gemeinsam diskutieren. Was wäre eigentlich Sport, so wie wir ihn kennen, ja, ohne Medien? Die zweite Frage, was wäre eigentlich medial vermittelter Sport ohne Sprache? Also ich habe es ja schon mal gesagt, wir können natürlich auch joggen gehen und Fahrradfahren gehen und können natürlich auch Fußball spielen, ohne dass darüber berichtet wird. Aber dennoch das, was den Sport in unserer Gesellschaft auszeichnet, was würde davon übrig bleiben, wenn es keine Medien gäbe, die über ihn berichten oder die in irgendeiner Form vermittelnd beteiligt sind? Und dann, wenn Sie sich mal die breiten Medienangebote über den Sport vergegenwärtigen, was wäre eigentlich noch übrig, wenn es keine Sprache gäbe. Ja, das als Denkanregungen, als Vorbereitung für die nächste Sitzung. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.